Also hier dämpfe ich extrem meine Schritte und hier erhöhe ich den Schaden. So, und hier kann ich auch Gegner einfrieren lassen, wenn ich mit dem Schraubenschlüssel treffe. Das ist gut. Immer schön alles mit einsammeln. Was haben wir hier? Ganz gut zu gebrauchen. Scheint wohl wichtig zu sein. Sicherheitslücke 2. Warum wollen Sie preisgeben, wo Sie stecken? Die neueste Version von Sicherheitslücke lässt Sie mit Leichtigkeit jede Sicherheitskamera oder jedes Geschütz umgehen. Brauchen viel länger, um Sie zu erspähen. Noch länger. Aber brauche ich das? Ganz gut zu gebrauchen. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Also die Artefaktreihe auch gleich fertig haben. Artefaktreihe, was meinst du damit? Deine Schwerter oder was? So, also der 26. Januar. Okay. Der 26. Januar. Wer den gegrillt hat, ey. Rum ist aus, brauche ich nichts hacken. Hacken ist für Leute, die nichts treffen. Doch bevor die letzte Rasse das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Der Mann, der dich vernichtet hat. Genetisches Wettrüsten. Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann.
Okay. Sammel da Gondos, Geschichte, Objekte ein. Also einfach so Geschichtsschnipsel. Oder dass du wie bei Dark Souls irgendwelche Items aufsammeln kannst, die dann lesen kannst und dann kriegst du da so ein bisschen Backstory oder wie? Oder wie bei Amnesia mit den Zetteln? Oh, ein bisschen das Spiel strecken. Wo ist die denn jetzt so unten halt? Alter, die Waffe ist so stark, ey. Also wenn du da so ein bisschen mit reingebuddert hast, ne, ist sie super stark. Stadt auf dem Meeresgrund, das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Ja. Und vor allen Dingen ist ein Wunder, dass der so gut ist, dass der alles wegkillt, was ihm entgegenkommt, oder? Weil ihr so ordentlich aufräumt in dieser doch so verdorbenen Stadt. Ach so, ja, ein paar Fotos machen. Vorbei. Bam, Level up. Was kriege ich? Erhöht dauerhaft den Schraubenschlüsselschaden. Jetzt wird der Schraubenschlüssel nochmal um 50% stärker gemacht. Ist ja der Hammer. Bleib mal speichern. Dafür, dass der gerade um 50% erhöht wurde. Was können wir denn? Aber eigentlich will ich ja gar nicht, dass der explodiert. Ja,
Wie er das nachladen muss, ey. Nein. 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 Hey, DJ. Na, alles frisch? Danke. Danke. Ich hab wieder ein bisschen Kohle auf den Tisch. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal so einen Kampf-Honiger-Slot und packen da. Körperpanzerung rein. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Hallo Kevin. Jo, danke für den Lurk und viel Spaß. Okay, nehmen wir noch so ein Techniker-Ding. Okay, verringert den Schwierigkeitsgrad, die Dauer bei Überlastungsplatten weniger. Zwei Überlastungsplatten weniger. Okay, machen wir so. Okay, wo waren wir gerade? Wir waren jetzt da unten. Da waren wir noch gar nicht drin. Darf ich denn da überhaupt schon rein? Gucken wir mal. Jo. Danke Daniel für dein Lurk und viel Spaß. Verbandskisten. Stickstoff. Haben wir hier noch? Nichts. Alles offline. Alles offline. Portemonnaie ist voll, natürlich ist das voll. Was ist das denn hier? Okay, andere Seite. Da geht's weiter. Ich komme auch wirklich nicht dazu, großartig was auszugeben. Bin ja doch wieder relativ voll. Aber ich kann trotzdem mal wieder zwischenspeichern.
scheint hier wirklich relativ warm zu sein, oder? Hier unten bei den ganzen Lava-Zeug und so. Bisschen wärmer als wie bei den anderen. $1. Zirkus der Werte, was hatten die so? Willkommen im Zirkus der Werte. Nur Hecken. Ja, nee, brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch so schön mit? 6 Stahlbolzen, Schrot. Also wenn ich Hecke kriege, ist auch ein bisschen günstiger, aber ich muss ja sowieso ein bisschen Geld ausgeben. Hier viel zu viel. Also im Prinzip kann ich jetzt nur noch Schaden plus bei dem lernen. Den Rest haben wir schon. Zu nah rangehen, oder? Wir haben eine Waffe! Wir haben eine Knarre! Headshot! Oh, du gehörst jetzt mir. Besatzung gut. Den Safe können wir noch hacken. Wer hat dich denn da reingepackt? Stimmt, hier kann ich auch selber noch Sachen bauen. Hier sehe ich auch ständig, dass wir auch noch Sachen bauen können. Junges Fräulein, so. Ja, ein bisschen Schaden gemacht, aber ist okay. Australia Day 0126. Ja, stimmt, wir brauchen hier immer noch den Code. Hab ich schon wieder fast vergessen, weil hier 1000 andere Sachen schon wieder passiert sind. Muni bauen! Oder Waffen-Upgrades? Nee, Waffen-Upgrades kannst du hier leider nicht machen. Aber wir könnten hier Blutdose zum Beispiel lernen. Du erhältst eine kleine Menge Gesundheit und ich, wenn du Schaden mit dem Schraubenschlüssel zufügst. Dann hätten wir hier wärmesuchende Raketen, Fallenbolzen, ionisches Gel, Auto-Hacker, panzerbrechende Munition, Explosivschrot und Antipersonen-Munition. Könnten wir machen. Aber ich mache erstmal hier Blutdurst. Blutdurst heilt ihren Körper und Geist, während sie schwingen. Wetzen sie Zähne und Klauen mit Blutdurst. Nehmen wir nochmal ein bisschen stärker mit dem.
nach 12 Schlägen erst. Halleluja. So, nachgeladen ist. Denn so Waffen-Upgrades können wir leider nur an diesen speziellen dafür entworfenen und platzierten Waffen-Upgrade-Stationen upgraden. Wieso musst du ein paar Sprungpassagen machen oder was? Erstmal wieder ein bisschen langsamer, der läuft mir gerade ein bisschen zu schnell. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ryan Spicer schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe... Naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Finde Kürbisgerät. Erstmal machen wir uns den Weg da frei. Warten kurz, bis die Flammen wieder aufhören zu flammen. Ich war gerade auf Toilette, also hab nichts mehr. Wir brauchen trotzdem den Code. Also nicht dein Code, aber den Code für die Tür. Ist das die Frau, ja? Mit dem Teddybär. Von oben? Naja, irgendwie muss sie ja reinkommen, oder? Meinst du nicht? Ja, voll mit der Kohle hier, ey. Meine Güte. Ein Tagebuch. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen. Sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. So, jemand sauer. Das schon so rumliegt, nehmen wir sie gleich mit, wa? Chef, haben Sie das Passwort für das WLAN geändert? 1234. Und da habe ich mich gerade erst 234 gewöhnt. Das ist ja nice. Gucken, wie lange das dauert, bis der mitkriegt, dass es eine dasselbe ist. Damage Research. Damage Research. Manche deiner Forschungen. Nee, mache deine Forschungen effizienter. Mit Damage Research. Führe Analysen durch, wie du sie noch nie zu möglich gehalten hättest. Erhöht Schadensboni durch Forschungen.
Nice. Zusammenbau der Bombe. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel, das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt der Ball in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Kommentar des Regisseurs. EMP-Bombenhülle. Dafür hast du nicht die nötigen Bestandteile. Die benötigten Objekte sind in deinem Journal aufgeführt. Okay, das heißt, wir sind hier noch nicht fertig. Hätte er sein können, dass ich das Gehäuse schon mitnehmen kann, weißt du, aber... Das Spiel sagt nein. Kann man das ausprobieren. Das einzige Blöde ist, dass wenn der eingefroren ist, der kommt ja dann auch nichts mehr, ne? R34 Drahtbündel. 1 von 4. Oh. Das heißt, ich muss auch ein paar Big Daddies töten, oder was? Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unter. Ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Nichts. Du bist pleite. Ach ja, wir wollen ja hier auch noch rein. So. Er ist 26. Wart, ne? 1, 2, 6. Warum hast du mich verlassen? Zu blond. Ich glaube, du hast einfach den Eingang nicht gefunden, Rex. Hast du jetzt auf der Karte entdeckt? Na dann los, hin da mit dir. Der Loot wartet und möchte mitgenommen werden. Ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude. So. Jetzt mal den hier. Den. Na, weg damit hier. Okay, einer hat mich getroffen, ist okay. Ist okay. Oh. Alter, was hat denn der hier in seinem Büro? Na Mike, haben wir nicht gerade noch drüber gesprochen? Hier. Eine Waffen-Upgrade-Station. So. Also ich könnte noch den Granatwerfer fertig upgraden. Das heißt, dass ich Schadensimmunität gegen meine eigenen Granaten habe. Aber ich benutze ihn halt nur auf Entfernung. Chemowerfer Reichweite. Machen wir mal. Interessanter Schalter. Auf jeden Fall drücken. Ist wichtig. Ach, scheiße. Er hat mir gerade drüber gesprungen. Mhm. Soll ich da mal kurz gucken, was da los ist? Was sagt er denn? Hallo, sie kriegt gar nicht deine Befehle.
Du hast jetzt zweimal Ausrufezeichen Angriff eingetippt, ne? Aber sie kriegt den Text gerade gar nicht. Ah, jetzt ist sie gerade gedisconnected. Okay. Das Mirk war gerade kurz weg. Oder ist gerade kurz weg. Deswegen antwortet sie gerade nicht. Nee, das Mirk ist gerade kurz weg. Deswegen kann sie dir auch gerade nicht antworten. Also, besser gesagt. Mirk Connection. Have you seen you have trouble connecting to a Mirk Server? Okay. Meine Güte. Probieren wir jetzt, als würde sie eigentlich wieder da sein. Bestimmt Token holen. Vielleicht, ja. Die Kiste bewegt sich. Nee, die Kette bewegt sich. Geschafft. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben. Ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Eine Eiswand? Ich hoffe, du hast ein Feuerzeug beigehabt. Nitroglycerin aufheben. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Zirkus der Wirt. Da quatscht ja eigentlich immer so die ganze Zeit. Ich werde dir gehorchen. Ich tue, was du sagst. Das war das hier. Wie komme ich eigentlich hier hin? Vater, warum hast du mich verlassen? Hier drunter oder was? Ja, lol, gar nicht gesehen, nee. Wartungscode beim Markt. Farmers Market am anderen Ende von Rapture. Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. War eine ganz schöne Sauerei. Naja, egal. Der Code ist 0512. Für den Fall, dass du da mal rein musst, um was zu reparieren. 0512. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge... Zu 3S, wenn wir hochklettern, bis zum Eingang der Reihe ein paar Schritte machen und die Reihe fährt. Nein. Jetzt bist du immerhin fertig. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist ja meistens so, wa? Aber falls du dieses Spiel irgendwann nochmal spielen solltest, wirst du dich garantiert daran erinnern, dass jetzt genau an dieser Stelle du da hochklettern musst. Und
hat mich jetzt 70 Punkte gekostet. Schon geil, wenn die so immer haust und dann BÄM umgeklatscht. Nee, der will jetzt. Aber ich brauch den da gar nicht zur Bombe gehen, oder? Weil das Ding ist, ich habe ja auch. Hab ja auch noch nicht alles mit. Eins von zwei. Ah, okay, ich weiß noch, wo einer rumliegt. Gehen wir da mal hin. Der stand ja gerade richtig komisch, ey. Der ist ja richtig weird eingefroren, ey. Rudi Moni. Okay, hier irgendwo rechts war, glaube ich, einer. Da ist einer, ja, ja, ja. Sehr schön. Okay, was sagt die Quest? Ich brauche noch ein R34-Drahtbündel und dann haben wir das. Okay. Hört zwar noch ein Big Daddy, aber eigentlich lag er hier irgendwo noch eine Leiche rum, oder nicht? Komm hier rüber. Ja, danke für den Dropkick, ey. Ah, guck, da liegt er. Sehr schön. Und hier hatten wir noch das andere ionische Gel, was ich eigentlich im Kopf hatte, aber weil ich das andere nicht gesehen habe. Aber die leuchten ja mal denn so schön, ne? 40 Punkte, nee, damit kann ich nichts kaufen. Könnte ich theoretisch schon, aber will ich nicht. Ohne zu googeln. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Jetzt müssen wir zur Bumbe. Haben wir alles zusammen. Jetzt können wir es auch zusammenbauen, schrauben und dann mitnehmen. Okay. Ionengel eingeführt. Nitroglycerin eingeführt. Die R34 Sachen eingeführt. Fertiggestellte EMP-Bombe aufheben. Dabei habe ich jetzt natürlich in meine linke Hosentasche gesteckt. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Ich habe ehrlich gedacht, dass diese Gasdinger da auch explodieren, aber da kam wohl so ein kleines Flämmchen kam da raus, ja. Keine Explosion, nix. Ja, habe ich gedacht, da ist ein bisschen mehr los, aber scheint ja nicht so. Erzfeinde Auftragreihe, Eroberungsreihe, Schatten der Vergangenheitsreihe. Wie du da durchrennst, machst du ja wirklich einen Speedrun.
Okay. Muss ich jetzt hier lang? Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren. Für alle Fälle. Für alle Fälle? Ja, machen wir. Das heißt, dann pflanzen wir hier mal was hin. Und dann pflanzen wir hier mal was hin. Nachladen und los geht's. Wenn diese Kreaturen dich umbringen, das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod nicht mehr ansieht. Der dürfte dir lieber sein als das. Es könnte nämlich besiegen sein. Haben sie alles kaputt gemacht? Und weiter geht's. Oh, wir waren eh schon fast fertig. Na gut. Oh, so kann man aber auch eine Sauna betreiben, wa? Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. Ich guck gerade nochmal, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Ich würde sagen, nein. Wir haben auch alle drei Little Sisters. Kommentar des Regisseurs haben wir noch nicht. Aber ich glaube, der war auch bei Andrew Ryan. Okay. Plan. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Schaut in Alarms 2. Machen häufige Sicherheitsalarme dich taub, reduziere die Schmerzen mit dem verbesserten Schortenalarm 2. Verringert massiv die Dauer von Kameraalarmen. Nee, brauchen wir nicht. Eine komische Maschine, oder? Wenn man mal ehrlich ist. Steuerung des Kernlift. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken.
EMP-Bombe platzieren. Was wollen die denn jetzt von mir? Wenn jetzt alle hinter mir her sind, hallo? Aber ich bin doch der Gute. Aber ich bin doch der Gute. So, dann holen wir uns noch mal ein paar Verbandskästen, würde ich sagen. Machen wir uns noch mal voll. Nee, Zigaretten wollte ich jetzt nicht rauchen. Zu viel Zeug, ne? Dann können wir alles nicht mitnehmen. Lass mal einen Slot frei, nicht dass wir doch unterwegs nochmal einen finden, den wir mitnehmen können, ne? Machen wir mit dir, hm? Was wir im Leben brauchen wir nicht, ne? Obwohl meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Schön weggesnipert, ey. Gehackt. Gehackt. Schutzschalter.
kennt der Stricher mich? Zumindest tut er so, wa? Als ob. Neuer Ladebildschirm. Nehmen wir da mal hin. Geh zu Andrew Ryan. Töte Andrew Ryan. Der hat doch eigentlich am wenigsten gemacht, oder? Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß... Ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit! The crazy? Komm, mein Kind, es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Was? Brian hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Erstmal looten. Ganz wichtig. Hier waren wir in der Vita Chamber. Die Vita Chamber. Erster Einsatz Vita Chamber. Kunde Ryan Industries. Phase 1 ist abgeschlossen. Sinclair und Alexander haben versucht, mir die Grundlagen zu erklären, aber Su Chong glaubt ihnen nicht. Sie reden immer von Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort. Und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. Admin Office. Okay, da dürfen wir nicht rein. Tür ist zu. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal durch den Lüftungsschacht. Das andere bleibt mir auch gerade gar nicht übrig. Andrew, ich bin gleich da. Verbandskasten, was haben wir hier? Splittergranate. Jasmine, Jolene, Fontaine, Su Chong, Tenenbaum. Gedankenkontrolle-Test.
also Junk? Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein! Nein! Sehr schön. Oh, guck mal hier, das Foto kennen wir doch schon. Da ist doch unser Pulli. Oh yeah, Überwachungsbilder von uns. Zustand des Babys. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Su Shong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Would you kindly? Wärst du so freundlich? Na klar, ich bin immer so freundlich, ne? Der Täter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl.